Hallo, du liebe YouTube-Welt da draußen. Ich glaube, ich bin euch eine kleine Erklärung schuldig, warum ich so lange nicht hier war. Diejenigen von euch, die die letzten 4,5 Wochen auf meinem Channel waren, haben bemerkt, dass nicht ich die Videos hochgeladen habe, sondern ganz liebe YouTube-Kolleginnen. Es gab einen sogenannten Channel-Tausch. Den Link zu dem Channel-Tausch mit allen Videos aller teilnehmenden Mädels setze ich euch in die Infobox. Da könnt ihr nochmal alles anschauen, wen ich da so präsentiert habe. Und nur damit es klar ist, ich konnte aus gesundheitlichen Gründen keine Videos drehen und bin heilfroh, wieder hier zu sitzen. Ja, also die letzten 4,5 Wochen waren nicht einfach für mich und ihr werdet euch vielleicht wundern, oh, die Nadine hat Pickel bekommen und ihr Gesicht ist noch runder geworden. Das liegt am Cortison, das ich nehmen musste, aber alles wird gut. Toi, toi, toi. Und ja, was ich die letzten 4 Wochen gelernt habe, ist natürlich, das wusste ich eh schon, Schminke ist nicht alles, ne? Aber vor allen Dingen, das Leben ist lebenswert. Und wenn das jetzt auch so ein bisschen theatralisch rüberkommt, aber ich möchte dieses Video nutzen, um zu vloggen und erstmal die Tinky reinzulassen, bevor sie mich nämlich hier wahnsinnig macht. So, bitte sehr. Zurück zum Thema. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, wie es hier auf dem Kanal weitergehen soll. Natürlich wird es immer noch Schminke und Beauty und Fashion geben und Lifestyle. Aber beim Thema Lifestyle habe ich mir gedacht, ich möchte gerne ein Projekt mit euch starten. Nämlich das Projekt Lebenswert. Das Leben ist nämlich lebenswert und im Alltag machen wir uns das gar nicht so bewusst. Erst wenn es uns halt in Anführungsstrichen schlecht geht, merken wir, was uns fehlt, ja, und was wir besser machen können. Und gerade da ich so einen gesundheitlichen Tiefpunkt hatte, habe ich, wie gesagt, über vieles, vieles nachgedacht. Und das soll einfach 10 Wochen gehen, so eine 10-Wochen-Challenge, die ich mit euch starten möchte, denn ich wette mit euch da draußen, dass die Punkte, die ich mir so überlegt habe, auch bei euch im Leben sind. Und der allerwichtigste Punkt, nein, ich sage euch noch nicht, womit ich starten möchte, also worum soll es im Projekt Lebenswert gehen? Also es wird einmal in der Woche hier auf dem Kanal ein Video zu diesem Thema geben, wo wir einfach uns austauschen können, wo wir miteinander kommunizieren, denn das ist auch das, was mir immer noch extrem viel Spaß macht auf YouTube. Deswegen schreibt mir Kommentare, edit mich bei Facebook, Twitter, Instagram. Das hat mich auch sehr happy gemacht in der Zeit, wo ich ja keine Videos drehen konnte, dass viele trotzdem bei Instagram noch aktiv waren und so. Ja. So, und da soll es halt auch um Ernährung gehen, aber es geht jetzt nicht im Prinzip um Abnehmen. Natürlich freuen wir uns, wenn das ein oder andere das ein oder andere Pfund, was zu viel auf den Hüften sitzt, herunterpurzelt. Aber darum soll es nicht maßgeblich gehen. Es soll hier keine Abnehmen-Sache sein, es soll kein Umstyling sein, es soll einfach... Lebenswert ist ein Projekt, dass man sich mehr seines Lebens bewusst wird und das Leben halt lebenswerter macht. So, und mein erster Punkt, meine erste Challenge ist, es geht immer von Woche zu Woche, und in dieser Woche möchte ich, dass wir versuchen, uns jeden verdammten Tag Zeit für uns zu nehmen. Ich weiß, Arbeit, Leute da draußen haben Kinder, Schule, Ausbildung, was auch immer ihr tut. Ich weiß, es ist ziemlich viel Zeit, die drauf geht an Sachen, die fremdbestimmt sind oder beziehungsweise die halt Alltag sind. Aber was mir bewusst geworden ist, dass ich mir im Alltag viel zu wenig Zeit nehme, auf mich und meinen Körper zu hören und mir das zu geben, was ich wirklich will. Das heißt, ich möchte, dass ihr euch am Tag, und seien es nur 10 Minuten, eine halbe Stunde, wenn es euch möglich ist, eine Stunde, Zeit nehmt, genau das zu tun in dem Moment, was ihr wollt. Schaltet das Handy aus, macht den Fernseher aus, macht sogar hier diesen Computer aus und tut das, was ihr wirklich wollt. Sei es ein Buch lesen, euch in die Badewanne legen, stricken oder irgendwie kochen, irgendwas, was ihr für euch tut. Was ich neu für mich entdeckt habe, sind Hörbücher, die ich höre. Oder was ich auch total gerne mag, so ist hier meine Katze, vielleicht hört ihr die, mich einfach nur aufs Sofa legen, ohne Fernseher, ohne alles, ohne jegliche Medienbeeinflussung, liege ich auf dem Sofa mit den 2 Katzen, schmuse die und habe dabei eine Kerze brennen. Und nur diese paar Minuten, die ich mir am Tag gebe, geben mir extrem viel Kraft und Ruhe, innere Ruhe,
Kleiderschrank. So. Die meine Katzen mir dann wieder rauben, wenn sie mich nerven, aber halb so wild. Und was ich cool finde, wäre, wenn ihr mir hier in die Kommentare schreibt, worauf ihr euch freut, in dieser jetzt kommenden Woche echt Zeit für euch zu nehmen. Oder wie viel Zeit ihr euch am Tag überhaupt gönnen könnt. Und womit ihr dann eben diese lebenswerte Zeit pro Tag verbringen möchtet. Natürlich könnt ihr mir auch Bilder bei Instagram schicken, indem ihr halt @empathy_nerdine mich taggt oder halt Hashtag lebenswert. Da würde ich mich extrem freuen. Und dann würde ich das auch einblenden, weil wir können uns ja auch gegenseitig befruchten und uns neue Ideen geben, womit man Zeit verbringen kann und sich einfach etwas Gutes tun. Ja, genau. Also Zeit für sich ist viel wichtiger, als man denkt. Ja, so. Jetzt kriege ich einen emotionalen. Deswegen sage ich, es werden auch Ernährungstipps kommen. Es werden auch irgendwelche Sachen fernab dieser Melancholie kommen. Aber ich möchte eben mit dieser wichtigen Sache beginnen. Ja. Und mein nächstes Video wird übrigens ein Haul, weil wenn man krank zu Hause ist, kann man trotzdem online shoppen. Schande über mein Haupt. Es gäbe da ein paar Sachen Fashion- und Kosmetikmäßig. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welchen Haul ihr als erstes haben wollt. Ob jetzt Fashion oder Kosmetik. Und ansonsten freue ich mich, dass ich wieder hier bei euch bin. Und ja, starten wir in ein lebenswertes Leben. Das ist kitschig, oder? Deswegen sage ich einfach nur, anders ist anders, anders ist aber nicht falsch. Over and out. Kommentare machen froh, Daumen hoch ebenso. So, genug zum Reimen. Und wenn ihr mein letztes Video verpasst habt, dann klickt doch einfach aufs Bild.